Lieben, ich habe noch einen ganz besonderen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr nämlich noch was Leckeres für eure Samtpfote sucht, probiert doch mal Gummibärchen. Gummibärchen, erstmal gut für die Gelenke. So viele Katzen leiden unter Arthrose. Und in 5 Minuten gezaubert könnt ihr zum Beispiel Hühnerbrühe machen. Hühnerbrühe, die ihr das Immunsystem stärkt. Eure Katze nimmt Flüssigkeit durch die Gummibärchen zu sich. Es stärkt also auch noch die Gelenke. Und mit der Zahnputzkohle putzt ihr auch noch die Zähne und die Nieren sind auch noch entlastet. Und fürs Darm gesund ist es auch noch. Und das ist eine so tolle Leckerei und in 5 Minuten gezaubert. Also schaut doch mal auf unserem Foodblog unter www.kuhchefs-dental.de. Und wie gesagt, die Hühnerbrühen-Gummibärchen kann ich euch nur empfehlen. Die Penny liebt alle Gummis. Also deswegen in allen Varianten, aber natürlich mit Hühnchen ganz besonders. Hier seht ihr auch mal unsere Schleckmatte Kitty in Aktion mit der Lieblingsleckerei. Und natürlich Zahnputzflocken oder Zahnputzkohle obendrauf. Und die Zähne sind dann auch noch gut geputzt, denn es verteilt sich gut im Mund. Die Plaquebakterien sind reduziert und somit kommt die Mundflora auch in Balance. Das heißt also Schlecken, Lieblingsleckerei und Zähneputzen bei der Katze. Mit den Kuhchefs-Produkten könnt ihr das erreichen. Und die Kitty, die ist deutschlandweit nur bei uns aktuell erhältlich, weil wir einfach auf der Messe in Italien zugeschlagen haben. Wir wollten die unbedingt haben. Ich bin so überzeugt davon, weil man hier auch dafür sorgen kann, dass die Katze noch mehr trinkt. Das ist ja auch ein ganz großes Problem. Also hier auch wieder eine Lösung. Und ich kann es euch nur empfehlen. Ihr könnt auch ein bisschen Nassfutter drauf machen. Da ein bisschen Wasser mit dazu. Sie ist super stabil. Das heißt also, ihr braucht nicht nochmal einen Teller dazu. Ihr könnt hier aber auch ein bisschen Hühnerbrühe oder eine andere Suppe hineinfügen. Oder saure Sahne. Das habe ich jetzt hier bei der Penny gemacht. Die hat es geschmeckt, aber ich habe nichts mehr. Und so, dann müssen wir gleich noch für Nachschub sorgen. Hier gibt es die ersten Beschwerden. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir doch. Ihr seht aber, wie toll sie doch schleckt und dass die Zunge auch noch von den Bakterien befreit wird. Und so macht Zähneputzen doch einfach Spaß. Also schaut doch mal bei uns vorbei. Wir sind gern für euch da. Vielen Dank, eure Anke. Na, mein Schatz, hat's geschmeckt? Ja, findest du gut, ne? Das war aber lecker, ne? Ja, genau. So, perfekt.